Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Guten Morgen. Guten Morgen, das ist Edis. Guck mal, Edis Vollweltlich-Cheftrainer. So stellt man sich das vor als Cheftrainer. Der kümmert sich hier um die Materialien, macht das sehr, sehr gut. Ja, heute Spitzenspiel. Wir spielen gegen Ransdorf. Erster gegen Zweiter, gut 10 Punkte Vorsprung. Ja, aber trotzdem ist es Spitzenspiel und die wollen ja aufsteigen, also brauchen sie jeden Punkt. Die werden bestimmt ordentlich, hoffentlich auch mal unseren Jungs was abverlangen. Ansonsten, Wetter. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen, könnte besser sein, aber die Jungs haben sehr gut trainiert diese Woche. Die sind eigentlich alle gut drauf, gab auch ein paar disziplinarische Maßnahmen. Mal gucken, ob die fruchten. Und wenn die Jungs das umsetzen, was wir im Training gemacht haben, ich glaube, dann kann das heute ein sehr gutes Spiel werden. Was geht? Morgen. Was geht ab? Hi. Ich bin ganz schön müde irgendwie. Irgendwie dachte ich, es wäre chilliger. Was geht? Du hast abgenommen. Weil er so viel läuft. Er läuft zu viel. Er läuft zum Training, er läuft zum Spiel. Krasser Typ. Liegt vielleicht auch daran, dass er keinen Führerschein hat. Aber man weiß es nicht genau. Amen, Mann. Amen, Mann. Ich hab das 24-7. Er hat mich gefickt damit. Was ist mit Otti heute? Was ist mit Otti? Was ist mit Otti? Otti ist ein guter Torwart, ist sehr trainingsfleißig. Und ich glaube, dass ich ihn heute trotzdem draußen lassen werde. Warum? Weil Otti nicht so dieses Mitspiel, er ist nicht der beste mitspielende Torwart. Und ich glaube, dass wir heute, ist es ganz gut, wenn wir einen mitspielenden Torwart haben. Otti ist auf der Linie oder im Strafraum super, gibt es gar nichts zu sagen. Und wie gesagt, er ist der Trainingsfleißigste. Aber ich glaube, dieses Mitspielen, da müssen wir noch ein bisschen mit ihm üben. Er steht mir zu sehr im Strafraum. Wenn wir im Angriff sind, da muss er mehr rauskommen. Mal gucken, ich werde mal mit ihm reden. Otti. So, wie sieht's denn aus? Also hat einer schon mit dir gesprochen? Ja, ja. Ja, und? Du würdest natürlich gerne spielen, ne? Ich weiß. Ich tue mir auch schwer, weil wir sind natürlich auch. Lass mich mal alleine. Wie war die? Oh, du hast zwei Zöpfe! Komm! Ich will dich nicht verletzen. Ja, guck. Noch, mach doch mal richtig. Okay. Aber. Schön, ich habe nichts gemerkt. Schönen, ne? Rippenbruch hat er sich zugezogen. Ja, kennt ihr noch Taribo West? Taribo West hatte so eine Frisur gehabt. Oder was ist Taribo West? Das ist schon ein Spieler von Nigeria gewesen. Ja, aber das ist bitte das jetzt ein auch Nigeria Boy. Bitte jetzt so, ne? Das ist schon zu. Die Frage ist, was ist denn her? Was ist los, Leute? Hast du gute Laune? Ich habe immer gute Laune. Ich probiere immer gute Laune zu haben. Ich muss meine Mentalität, ich muss sie ändern. Weißt du, was ich meine? Immer gute Laune haben und immer Spaß haben beim Sport. Ja. Geiles Wetter. Ja, es ist nicht zu kalt, es wird wieder warm. Es ist ein bisschen nass, der Platz ist ein bisschen nass. So wie beim Training. Die Sonne scheint nicht, es ist nicht kalt. Was hast du dir getan? Der Ball kam dahin, in meiner Pike und irgendwie, aua. Soll ich mal den Physioarzt? Nein, passt. Das sieht da jetzt nicht so gut aus. Ein bisschen auslaufen und dann geht es schon. Hallo. Alles gut? Ja. Schön. Ein Jahr älter, ja. Sieht immer man gar frisch. Nicht. Nee? Ist gut. Auch wenn ich jetzt auf die 40 zugehe. Oh. Sag mal. By the way, Größe M an, ja. Was heißt das jetzt? Das passt mir fast. Beide Arme vorwärts. Ja, Größe M. Von Eli. Sieht aus wie diese Shirts, die so den Body betonen sollen. Kompressionsshirts, so wie Timo. Aber dafür braucht man ja Muskeln. Locker wieder zurück. Kürzere Intervalle. Genau. Locker wieder zurück. Ja, da ist das Hütchen, ja? Und guck mal, jetzt, wo die langrennen. Also Niki macht es ja doch ganz gut. Das ist schon schlechter. Und guck mal, dann wird das Hütchen mit komplett ignoriert. Oh, sehr vorbildlich. Ja. Wer spielt denn jetzt von euch heute? Andreas. Also weder du noch Marc? Nein, ich spiele. Okay. Links, rechts. Und Coach macht noch Ansprache, dann ist Zeit eh schon vorbei. In wie vielen Minuten ist Anstoß? 8. Und was machen die hier noch? Nichts. Quatsch mit Soße. Okay, Mannschaftsaufstellung. Freddy im Tor, Viererkette, Dada und Luca Innenverteidiger. Außen sind Jonas und Dennis.
Doppel 6 spielen wir mit Niki und Julius. Rechtes Mittelfeld, Jem, linkes Mittelfeld, Timo, Sit 10 und vorne spielt Patrick. So fangen wir an. Ich will gar nicht großartig erzählen, ihr habt gut trainiert, wir haben euch alles mitgegeben. Ihr wisst, der Gegner heute, der wird gerade zum Anfang, wird ein bisschen gegenhalten. Ja, hört er hier, die trampeln, warum auch immer. Die werden gegenhalten, die brauchen die Punkte im Aufstiegskampf. Die betteln sich da noch mit Frohnau und ich weiß gar nicht, wer noch da oben ist, irgendjemand. Die werden so lange das Spiel probieren, offen zu halten. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir in Führung gehen, dass sie dann eher defensiv spielen, damit sie nicht so viele Tore kriegen, weil für die ist auch das Torverhältnis entscheidend. Und was sie machen im Hinspiel, das war ihr Hauptspiel, schnelles Umschaltspiel. Wenn wir Fehler machen, Ball nehmen und schnell in die Spitze spielen. Die hatten da zwei Spieler vorne, glaube ich, die relativ flink unterwegs waren. Die sind raus. Das werden die heute auch wieder so probieren, dass sie den Ball schnell nach vorne spielen. Das heißt, für unsere Defensive heute ein bisschen wacher sein. Julius, Niki, ein bisschen staffeln, dass einer ein bisschen tiefer steht, der andere ein bisschen weiter vorne das Spiel ankurbeln. Über die Außen spielen, was Pan euch mitgegeben hat, was wir diese Woche, letzte Woche trainiert haben. Über Außen spielen, lange an Außen bleiben, in die Mitte ziehen, die Außenverteidiger hinterlaufen, Ball wird runtergespielt in die Mitte rein. Wenn wir das mit Tempo machen und mit Tempo rangehen, sind wir nicht zu verteidigen, Jungs. Einfach Spaß haben, rausgehen, im Spitzenspiel drei Punkte holen und ihr wisst, was habe ich euch gesagt, warum müssen wir heute gewinnen? Damit ihr die gute Laune habt, damit wir weitere Dinge besprechen können. Okay. Auf geht's! Okay. Komm, Männer! Mach's breit! Schlechter Ball. Luke, dann nicht. Oh, komm. Jonas! Hey! Timo! Ran! Jonas! Zustimmung stimmt nicht. Jonas, du musst nach hinten, Innenverteidiger. Ordnung stimmt gar nicht. Du musst hinter dir halten. Hol den Innenverteidiger zurück. Variante, pass auf. Schaut euch mal die Lücke an jetzt zwischen Luca und Sydney. Da ist kein Sechser drin. Ja. Wenn sie den 24er anspielt, dann läuft er erstmal auf den Innenverteidiger zu, bis Niki rüberschiebt. Julius müsste sich jetzt eigentlich ein bisschen absetzen, weil da kann ein Zehner hin und der Sechser schiebt rüber. So vom taktischen Verhalten her. Ja. Guter Ball, lass durch! Mach's breit! Timo, mach's breit! Niki für Luca! Stopp! Da muss er ihn hinterlaufen. Ja, da muss er ihn und jetzt, hinterlaufen. Gut gespielt! Weiter, Boys! Außen. Ja, das ist es. Und nur quer. Oh. Weiter, Männer! Raus! Ja! Verlagern. Kommt Dennis vor uns? Ja, richtig. Julius! Sehr gut, Julius! Ich dachte, der wäre auch rein. Unten rechts. Mal sehen, die Mauer steht aber richtig. Ja, da! Da! Gut. Luca. Mit dem Verteidiger, lass ihn laufen, ja? Jungs, genau. Komm. Über 6. Julius ist. Nein, komm bitte! Luke, ja. Aber einfach hier. Na, Julius ist frei, schau dir Julius an. Komm! Ja, das Problem ist diese Bälle. Diese Bälle ist immer so schwierig. Wir brauchen das gar nicht spielen. Wir brauchen wirklich nur über die Mitte anspielen. Der ist ja super, der Ball. Aber erstens, es ist schwierig. Und dann musst du den noch so. Wir haben jetzt wie viele Bälle haben wir jetzt schon so gespielt? 5? Und wie viele sind versprungen? 5? Ruhig. Mit Torwart. Mach's breit hier, ja. Du hast Zeit. Mach Meter, komm. Sydney ist da, Sechser, weiter rüber, ja, perfekt. Gut. Und jetzt nach außen, einmal nach außen. Ja. Gut gespielt, weiter. Ich will einmal, dass wir über außen spielen, dass wir das einmal machen, was wir trainiert haben. Einfach, du hast Zeit, jetzt Mann. Und rüber, Timo, einfach übergeben, musst du gar nicht laufen. Ich glaub's nicht, der hat ihn sogar super gemacht. Hintermann! Das ist so gut, Cities. Oh, hey.
City ist so gut. Gut, Flippo! Aber habt ihr nur das schon wieder gesehen? Nur dieses Taktische, nur so was Kleines, übergeben. Er steht hier, kriegt den Ball. Fertig. Das ist so. Wir machen es manchmal sich selber zu kompliziert, das ist das Problem. Ja! Und weiter, Männer, komm! So, Freunde, Eligiello ist jetzt auch da. 15 Minuten nach Anpfiff oder so. War gestern eine lange Velo-Nacht. 8 Uhr morgens, Alter. Ich habe bis 8 Uhr morgens Velo gespielt. Aber, so wie ich gerade Andi mitbekommen habe, steht es hier immer noch 0-0. Und wir sind aber am Drücker. Die hatten anscheinend eine fette Chance, die habe ich gar nicht gesehen. Ja. Und ich bin jetzt da für euch. Oh, noch ein. Rückraum. Oh, was ein Kack. Ja. Wichtig. 1-0. Eligiello ist da und es steht 1-0. Patrick wieder mit einer Bulette. Ja, ich bin der Glücksbringer. Aber was ich so finde, wir haben auf jeden Fall, also ich bin vor ein paar Minuten gekommen, wir haben schon 3 Chancen gehabt oder so, 4. Ja, oder? Ja? Aber die hatten auch schon einen. 100. Ja, aber ich finde, die stellen sich hinten nicht rein, ne? Nein, also, die laufen an. Ja. Die wollen mitspielen. Timo! Panne übrigens jetzt auch, ja, schon ein bisschen in der Trainersituation. Der Mann trainiert, glaube ich, die Jungs auch öfter die Woche. Abwechslung von verschiedenen Trainern. Aber das ist sehr gut, weil die Jungs fühlen sich da sehr wohl. Dass so auch so ein Panne zum Beispiel den ein paar Sachen erklärt, weil Panne weiß ja, wie es geht. Timo anbieten! Oh, wunderbar, Jonas. Oh, guter Ball von Jonas. Oh. Oh, Jonas. Jetzt hast du ganz viel Zeit. Geh mal in die Box. Mach alleine. Oh, schade. Gut, Jonas. Guter Ball, Niki. Schade. Ja, ne, kein Foul. Gelb? Ist gelb? Lol. Wir haben noch nie eine rote Karte in der Saison bekommen hier, ne? Boah. Ha! Komm, Jonas, du bist stark. Ja, nicht schlecht. Oh. Ja, ja. Gut da. Ja, ich sag dir ehrlich, der 10er ist nicht kacke. Ist gelb auch. Zwei gelbe ist ein bisschen käsig. Ich glaube, 6 Gegentore, 3 Elfer, ein Freistoß. Oh, nö. Ja. Hey, hey, Jonas. Einer muss, Luca. Mit links, Abschluss. Oh, gut gehalten, Alter. Das ist geil bei Flippo, er kann auch mit links gut schießen. Keine gelbe. Flippo mitmachen. Gut, Jonas. Oh, wunderbar, Jonas. Sehr gut, Jonas, sehr gut. Nicht drehen, Luca. Lass nicht drehen. Alter. So, Halbzeit 1-0. Ich habe die ersten 15 Minuten nicht gesehen, aber das, was ich gesehen habe, finde ich gut. Erste halbe Stunde. Die Gegner machen es aber auch gut. Du merkst, die sind griffig. Ist der zweite Platz. Hinspiel haben wir gegen die 6-1 gewonnen, aber das war auch gar nicht mal so einfach, das Spiel. Ich glaube, da stand es auch zur Halbzeit 1-0. Ja, die Jungs machen es gut. Unsere Ecken sind eine Vollkatastrophe. Wir müssen an den Standards arbeiten, weil das ist dann irgendwann auch mal so ein Mittel, um ein Tor zu machen, wenn es nicht gut läuft. Wenn es jetzt 2-0 steht, over. Na gut, wir gehen jetzt in die Halbzeit und mal sehen, wie es weitergeht. Abfackeln. Kuckuck. Wir fackeln auch gleich ab. Ja. Also Flippos Leistung war ja schon krass, die 2-3 Bälle, die da waren. Wir wollen mal nicht in die Höhe loben. Das ist halt auch, das sind dann diese Lichtmomente und hat er ja auch gut gemacht dann wieder das Tor. Aber insgesamt finde ich, das ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben viel mehr vom Spiel, hätten jetzt auch schon bestimmt 2-3 Tore mehr schießen können. Die haben eine gute Chance gehabt, das war es aber auch gleich in der Anfangsphase. Wir machen das ganz gut, manchmal ein bisschen zu komplizierte Bälle. Ja, wenn wir den einfach wie im Training über außen flach mit Tempo, wenn wir das gemacht haben, war es super gefährlich, haben wir Chancen kreiert. Ja, du musst halt höher führen. Aber es ist ein gutes Spiel. Was sagt ihr zum Spiel? Gute Spiel. Keine gute Ahnung.
Hat er schon seinen Kommentar abgegeben? Ja. Einfach löschen. Alles einfach falsch. Löschen. Alles muss aus Kamera rausgeschnitten werden. Ne? Nein, es war an sich ein gutes Spiel. Irgendwo fehlt uns die letzte Idee. Wir hatten aber unsere Chancen gehabt. Auch der Gegner macht es auch gut, muss man ehrlich sagen. Die sind nicklig, die spielen zweikampfstark und wir müssen einfach ein paar Lösungen finden. Aber wir haben in der ersten Halbzeit zumindest wirklich nichts anbrennen lassen. Das geht schon in Ordnung. War die erste Halbzeit? Geil, macht Spaß. Ich weiß nicht, wie sieht es von draußen aus? Sieht gut aus. Gut aus. Macht Spaß, wir haben gute Pässe, flach, kontrolliert. Alle sehr motiviert. Wir reden miteinander, wir sind positiv. Macht Spaß. Die Gegner auch, machen auch gut mit. Ja, sind recht fair. Geht's denn gut? Ja, ja, alles gut. Ja? Atme ein, atme ein. Hakis Massagen sind nie angenehm. Ja, das stimmt. Die tun immer weh. Das stimmt auch. Aber sie helfen. Das ist das Wichtigste. Viel Erfolg hier noch. Klappes Ergebnis. Ich finde, ihr macht ein super Spiel. Also spielerisch sieht es gut aus. Wir haben bis auf das eine Ding in der weiß nicht, dritten, vierten Minute, den Konter, den wir uns da eingefangen haben, hat Freddy stark gehalten. Das war auch das Einzige, was er zugelassen hat, so wirklich. Ja, ansonsten habt ihr das gut gemacht, das muss höher stehen. Nicht nur 1-0, wir müssen eigentlich schon 3, 4, 5-0 führen. Gerade in der Anfangsphase, in den ersten 20, 25 Minuten, haben wir es ganz oft immer so halbhohe Bälle oder hohe Bälle in die Spitze gespielt. Wenn der Ball, also der Ball ist, da kommt der Jonas, kommt nach einer Minute an, können wir den Ball tauschen, der ist glitschig. Ich hab's nur weitergegeben. Ja, hohe Bälle, die sind für, also da haben wir vielleicht nur zwei oder drei Leute im Team, die Bälle so dann auch verarbeiten können, dass wenn bei dem Wetter ein hoher Ball kommt, dass wir die vorne spitz verarbeiten können. Wir haben es aber immer wieder gemacht, die sind zu schwer. Wenn so ein Ball zu Timo kommt, dann hat er Probleme, der nimmt den super an, aber der springt trotzdem dann einen halben Meter weg und dann ist der Gegner da. Das ist, da kann er gar nichts richtig machen. Dann, wenn der Boden trocken wäre, dann hätte er vielleicht eine Chance, den irgendwie mit Speed mitzunehmen. Aber das ist viel zu schwer. Wenn wir den Ball flach gespielt haben, war es mega. Ihr habt so viele gute Torchancen rausgespielt, wo der Ball flach in die Mitte kam, wo dann teilweise keiner von uns war, der einfach nur den Fuß hinhalten musste. Aber dann spielt ihr super. Was Panne gesagt hat im Training, die Außen klebt an der Linie, der Ball kommt zu hier Jonas, du spielst den Ball zu Timo. Timo ist an der Linie, wird angegriffen, du hinterläufst ihn und nicht vor ihm. Du hinterläufst ihn, gehst die Linie runter, dann kann er dir mit Tempo runterspielen. Das haben wir noch nicht wirklich gemacht im Spiel. Einfach mal probieren, richtig. Spiel macht richtig Bock. Der Gegner ist richtig gut, spielt auch mit. Deswegen ein geiles Spiel. Ich glaube, die Fans haben Spaß dabei zuzugucken. Wir spielen auch für einen guten Ballbesitz. Wir lernen es immer mehr gut zu spielen, also schlau zu spielen. Wir lernen es immer mehr gut zu spielen. Ich finde, da fehlt eine Edicello auf der 10. Für den Esprit. Vielleicht. Da hätten wir, glaube ich, wirklich ein Tor gemacht. Ja, aber macht Bock. So, zweite Halbzeit, jetzt kein Tor kassieren. Weiter geht's. Standards aufpassen, kommt auch. Klasse, Timo. Nimm den Bau, Flippo! Ist auch total eng im Zentrum. Die stehen da wirklich mit 5-6 Mann. Niki, komm mit! Luca, schieb rein, Luca! Schön. Gut. Ich würde sogar behaupten, gibt's kein. Gut. Oh, komm. Schade, weiter, Jim. Weiter. Oh, so einfach. Was ist das denn? Wenn der ankommt, geht er hier durch. Das haben wir. Aber so diese reinspringen und. Alles gut. Guter Ball! Oh. Oh, guter Ball! Gute. Ey, da macht Fritte fast den Kopf halt auch. Alles gesehen. Boah, der kann gar nicht ankommen, oder? Oh, doch, der kommt an. Gute Mann! Oh! Ja! Hey! Aber alles gut, wir sollen reinflanken auf zwei. Bitte nicht reinflanken. Wieso? Das ist er doch. Oh! Zeit. Hast Zeit. Hintermann. Schneller. Hintermann. Hey. Hast Zeit. Gut, Fritte. Guter Ball. Gut, Flippo. Mach mit, Timo. Jetzt. Oh, schieß. Oh, warum schießt der nicht direkt, Bruder? Mann. Warum schießt der aber nicht direkt? Hintermann. Freiraum. Du bist schneller. Ja, okay. Du hast eins gegen eins. Flippo. Abschluss? Ja. Da einfach mal drauf zu machen. Ja, Dennis. Ja, Dennis, mach's breit. Breiter. Hier hin. Ja. Und bring ihn. Passiert, weiter geht's. Und rückwärts. Ah. Gut gespielt. Oh. Wieder. Spiel. Tschüss. Oh. Bitte warten, rein. Oh. Gut gespielt. Zurück. Aber geiler Angriff. Du hast Zeit. Jetzt der Mann. Der Mann kommt. Nein.
Alles okay, weiter, weiter, weiter! Hey! Hol es weg! Julius! Schiri, der Zehner! Ja, was hat der Julius gemacht? Der hat doch nichts gemacht. Schiedsrichter, erst Tätigkeit, hallo! Sehr gut, Julius! Dabei. Hinterlaufen! Ja, ja, Du musst! Einfach? Oh! Jetzt mach ihn rein! Tor! Oh, der Torwart ist nicht kacke, ich schwör's dir! Wieder ein Scheißball, der Ruhe! Also. Ja, wichtig! Beide Sechser gelb. Ah, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt eine rote noch. Also, ich verdicke dir zwei Sachen. Entweder knallen wir den rauf. Noch mehr. Oder wir versuchen irgendeine Scheiße und kriegen dann einen Konter. Eins von beiden. Oder wird ungefährlich. Ich würde immer raufballern. Raufballern. Alles gesagt, was passieren kann. Ne? Nee. Also, irgendwas wird davon schon eintreten. Ich höre, ja, diese Aufsetzer. Den holst du dir. Ja! Bravo, Junge! Yes! Was Tor, Junge! Wunderbar. Und das ist wunderbar. Reingelöffelt. Aufsetzer. Nur der Aufsetzer. Sidney, der Torwart ist gut. Aufsetzer. Nein, aber das funktioniert. Schau, ich dreh auf. Ja. Stark. Luca. Starker Ball, Julius. Luca. Genau der. Cem ist da. Cem, geh kurz. Du hast Zeit. Das ist so ja, weiter, ist okay! Schieß mal. Sehr gut. Guck mal wieder. Nein! Ei. Runter. Stark, da! Das ist einfach, gut, musst du nicht. Cem, du. Ja, Paul. Ja, lohnt sich. Ja, Paul! Ja! Guter Ball! Nein, komm von außen! Abschluss. Ja, stark. Dada! Super Ball. Das ist er. Ist so. Das sind die verfickten Bälle, Digga. Von IV6. Gut! Mit links. Rabona. Ich wusste es. Er ist ein Schwanz. Er ist ein Bastard. Ah, schade. War gut. Er ist ein Bastard. Schön. Schieß. Wow. Wunderbar! Wunderbares Tor! Sein Fettarsch raufgemacht und dann mit seinem scheißlichen Fuß. Das war ein Einwurf. Er macht seinen Fettarsch raus. Schiri, ich würde gerne wechseln. Wunderbares Tor. Breit machen. Außen bleiben. Die Beine. Ruhig. Guck mal, sowas zum Beispiel. Lass doch einfach weiterspielen. So immer dieses. Ja, so er merkt voll, dass er voll geil darauf ist, das Spiel so anzuschmeißen. Was die Jungs spielen. Wo musst du doch her? Ich hab Jonas. Mittlerweile weißt du gar nicht, wer ihn macht. Das ist es. Schieß. Ja. Gut, Julius, guter Ball. So, das ist kein schlechter Idee. Ja, raufballern. Muss er durchstecken. War richtiger Ball. Doch, es war richtig von Abdul, ich weiß nicht. Abdul geht nicht! Abseits, Abdul! Ja, aber okay. Der Laufer war richtig. Das ist gut. 3-0 passt. Okay, Spitzenspiel gewonnen. 3-0. Die Gegner hätten auch locker 1-2 machen können, aber wir hätten auch viel mehr machen können. Irgendwie hapert es bei uns immer im Torabschluss, aber 3-0 gewonnen. Wir haben, was eine geile Statistik ist, wir haben erst 6 Gegentore bekommen, ich glaube 2 aus dem Spiel oder so, in, keine Ahnung, 16 Spielen, 17 Spielen oder sowas. Wir haben jetzt noch mehr Punkte Abstand auf dem Nicht-Aufstiegsplatz, also mindestens 17, glaube ich, sind es jetzt, weil die waren Zweiter. Super stolz auf unsere Truppe, 3-0 gewonnen. Nächstes Jahr, denke ich mal, werden wir in der Kreisliga A spielen, wenn jetzt nicht alles schief läuft. Aber ich habe Bock auf das nächste Jahr. Lasst gerne ein Like da, ihr hört jetzt noch ein paar Stimmen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Liebe geht raus. Spieler des Spiels, also das, was ich gesehen habe, meiner Meinung nach Julius. Spitzenspiel, 3-0 gewonnen. Ich würde sagen, das Ergebnis ist auch ein bisschen knapper, als eigentlich die Spielverhältnisse waren. Das war schon recht einseitig nachher gewesen. Zweite Halbzeit kam nicht viel von Rahnsdorf, muss man sagen.
Erste Halbzeit haben sie es noch ganz gut gemacht. Hätten auch in Führung gehen können, aber auch in der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich schon deutlich höher führen. Ich finde, dass wir teilweise haben wir ganz guten Fußball gespielt, manchmal wieder so in alte Muster verfallen, viel zu kompliziert gemacht. Wenn wir das halt, wenn wir da mehr von dem umsetzen, was wir den Jungs immer sagen, was wir ihnen mitgeben, was wir ihnen im Training sagen, das können wir ja hier im Spiel nicht anfangen, so viel zu coachen. Das müssen sie aus dem Training mitnehmen. Wenn sie das noch ein bisschen mehr machen würden, dann haben wir Alter alle noch viel mehr Spaß. Aber wir haben das Spitzenspiel 3-0 gewonnen. Hoch verdient, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt kann es ruhig richtig anfangen zu regnen, ist mir auch egal. Und Player of the Match? Julius heute. Player of the Match? Patrick Flippo. Ich sag sogar Dada, ja. Ich sag auch Dada. Muss ich Patrick geben? Julius. Dada. Sydney. Ja, Sydney, ne? Sydney war schon nicht schlecht. Also das dritte Tor war geil. Sydney. Jonas. Jonas Rohana. Oha. In meinen Augen. Schön, Niki. Freddy. Dennis. Oh. Ja, natürlich Julius. Ich nehm Micha. Wo ist meine Jacke? Wo ist meine Jacke? Ich hab meine Jacke verloren. Sydney hat gut gespielt. Ich sag Niki. Niki hat mir gefallen. Sydney. Julius hat ein Tor geschossen. Gute Bälle. Julius. Dada. Sydney. So, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da, hier Glöckchen abonnieren und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, du willst mich?